da oben. Das tue ich aber gar nicht. Willkommen bei Ramsau Dachstein TV. Herzlich willkommen. Das ist ein typischer Ausflug bei uns bei den Bergrettern. Wir machen das jeden Tag. Das ist also nichts Besonderes. Ganz im Gegenteil, das ist richtig klasse hier bei uns. Wir drehen heute in einem Kieswerk bei Tennek, wenn mich nicht alles täuscht, bei Weng. Und dürfen nicht nur den großen Radladern zugucken, sondern dürfen uns auch selbst hier ein bisschen bewegen. Und wenn man dann rechts rüber guckt, da oben, da stehen wir heute. Und was aussieht wie Schalke 05, ist eigentlich nicht die Fahne von Schalke 05, sondern das ist ein kaputter Ballon. Wir erzählen nämlich die Geschichte, dass ein unvorsichtiger Ballonfahrer mit seiner Frau zusammen am Berg zerschellt. Naja, nicht wirklich zerschellt, aber die bleiben zumindest da hängen. Was passiert? Die nehmen das Telefon, rufen den Martaler an, der Martaler kommt, seilt sich ab, holt die ganzen da aus dem Ballonkorb raus und dann fahren wir in die Ramsau. Gehen erstmal richtig gemütlich essen, da gibt es nämlich 1000 Möglichkeiten, wo man hingehen kann. Und wenn wir gestärkt sind, danach geht es dann ab in die richtige Gondel und dann fahren wir erstmal rauf auf den Dachstein. Bleiben über Nacht und dann zum Sonnenaufgangsfrühstück. Da sieht man uns Bergretter ganz gerne und ganz oft auf 2996 Meter. Ich hoffe, Sie machen da mal mit. Und wenn Sie in der Gondel stehen und meine Stimme hören, dann kann das durchaus sein. Gute Fahrt, viel Spaß. Ich dachte mir, das wird ein bisschen ruhiger, aber der ist losgebrettert und dann besonders, wenn er hier los ist. Ja, also das werde ich mein Leben nicht vergessen. War spannend, oder? Ja. Ja? Ja. Also das, oh ja, ich hoffe, das ist nicht das letzte Mal. Machst du es nochmal? Ja, definitiv. Okay, super, danke. Unsere Aufgabe ist eigentlich recht schön, weil wir dürfen da sozusagen einmal nicht den Ernstfall fliegen, sondern fürs Filmteam einfach entspanntere Fliegerei, obwohl die Szenen sehr wirklichkeitsgetreu sind und die Szene selber oft genau gleich wie im richtigen Einsatzfall sehr viel Konzentration braucht. Ja, des Öfteren müssen wir natürlich auch Szenen dubeln, das heißt die Schauspieler werden gedubelt, wobei ich sagen muss, dass sehr viele Szenen die Schauspieler schon selber fliegen, teilweise der Robert Lauer hier am Pilotensitz, dann wird er drüben von unserem Fluglehrer gedoubelt. Er darf dann manchmal da ein bisschen steuern. Das ist sicher so dieses i-Tüpfelchen für jeden Schauspieler. Und nach dem Probeanflug machen wir den Aufflug erstmal. Also ich bin der Visual Effects Set Supervisor für die Bergretter und bin heute hier, weil wir den abstürzenden Ballon in der Felswand drehen und es da einfach diverse Sicherungen gibt, die es zu retuschieren gibt nachher. Wir haben Greenscreen-Aufnahmen für den Blick nach unten, um einfach die paar Meter, die wir hier haben, dann nachher aussehen zu lassen wie 200, 300 Meter Tiefe, um ja, das Ganze einfach dramatischer, spannender zu gestalten. Ja, es wird immer abwechslungsreicher. Also wir haben von Tiefblicken und Seilretuschen auch schon abstürzende Kirchen, abstürzende Flugzeuge, Steinschläge sind ziemliche Klassiker, Wellen, eigentlich alles Mögliche, was praktisch und theoretisch in den Bergen so passieren kann. Gerade im heurigen Jahr sind wir an sehr steilen und schwierigen Passagen gewesen. Und da ist es wichtig, dass man mit so einem super Team zusammenarbeiten kann. Alle so diszipliniert, zum Großteil selbst gute Bergsteiger. Und so meine ich, werden die neuen Folgen, was da entstehen, sicher spannend und aufregend. Da kann man sich überraschen lassen.